Also, Monika, ja, wenn es hier dran hat. Ja, jetzt ist es im Bulle. So rüber ihr Pelz, fertig. Achso. Hey, muss ich wieder hoch? Mach ruhig weiter, freut sich den Bestatter. Meine Ehren, ja. Heidi ist auch da. Und wir haben den Film noch nicht gesehen. Die Biene Meier Film oder was? Nein, die Minions. Nein, so sah sie nicht aus. Beim Treppe hochlaufen schon die Klamotten ausgezogen. Also, klopft da jetzt ja. Für alte Leute ist das gut. Nachher wirst du nicht mehr, wo sie sind. Ja, aber die müssen nicht komplett gucken, ob die alten Leute. Erkennst du mich? Wer bin ich? Ich rede. Ah, super. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, der will euch ja aufnehmen. Jahreszeit sind wir auch in diesem Jahr
zum Rathaus geeilt, um in alter Tradition ein wenig zu wackeln am so sicheren Beamtenthron. Diese junge Weiberschar. Zeckermiezen, Fleming-Damen, schon lange Jahr. Dazu die beiden geschichtlichen Stadtgestalten. Frau Böhren, Schachrichter Schmidt, Sie stehen wieder bereit, um Freude und alles Helau zu verwalten. Helau! Schlüsselübergabe von diesem Haus steht auf dem Programm. Dazu wird gesungen, geschunkelt, wird gezeigt, was jeder in närrischer Freude gut kann. Kann küssen auch sein. Es gehört dazu auch ein Schlückchen in Ehren. Wer könnte ihn heute den Narren verwehren? Genau. Außer das Amt. Doch, bevor wir zum offiziellen Akt schreiten, Schlüsselübergabe, nicht was ihr denkt, will der Nachtwächter ein wenig Damenser Geschichten unter euch, liebe Mitstreiter, liebe Freunde, verbreiten. Wie ihr seht, bin ich heute nicht zu Fuß. Mein flottes E-Bike, ich aber noch auftanken muss. Die neue Zapfsäule steht hier als touristische Attraktion. Damit strömen jetzt Radlerscharen in unsere Stadt, in unsere Region. Hello! Hello! Und Fahrradfahren. Das macht mit neuer Hauptstraße in Dahme Spaß. Wenn die Umleitung vorüber, wird es noch besser. Glaubt mir das. Ermahnen muss ich aber als Amtsperson, die immer noch auf den Gehwegen radeln und dazu noch meinen, sie müssten nur laut klingeln, damit Mütter mit Kinderwagen unsere Alten mit ihrem Rollator zur Seite springen. Den Autofahrern allzeit gute Fahrt. Auch wenn mit Straßeneinengungen Mittelinseln überwiegen, so manche Stelle Vorsicht und Rücksicht verlangt. Wir haben dennoch die neueste Straße in unserem Land. Genau. Aber es ist ein Gerücht, dass hier vor dem Rathaus ein Solarpark entsteht, der künftigen elektrobetriebenen Kraftfahrzeugen ein kostenfreies Betanken zugesteht. 2030, ihr wisst, dann ist es soweit. Es ist ein Gerücht, dass im Zuge der Straßenerneuerung der Durchlass im Vogelturm so erweitert wird, dass PKWs hindurchfahren dürfen, um an entgegenden LKWs nicht entlang zu schürfen. Helau, könnte da mal sagen. Und wenn wir gerade bei Gerüchte sind, auch der Holländer kommt nicht zurück, bevor er nicht im Lotto gewinnt. Um da
Mann im Schützenhaus eine Produktionsstätte für Holzschuhe aufzubauen. Die Arbeit bietet für 50 Männer und Frauen. Genau. Kein Gerücht ist, unser Schlosspark wird irgendwann wieder im alten Glanze erstrahlen. Die Gelder dafür stehen nicht mehr in den Sternen, sondern in greifbaren Zahlen. Mit Streichelzoo und Gondelteich. Oh, meine Dame, wie wirst du so schön und reich? Genau. Doch jetzt zu unserem heutigen Begehr. Der Schlüssel zur Rathaustür. Er muss her. Denn ohne ihn kommen wir ja nicht rein in die Kämmerei. Und all unsere Hoffnung auf Gelder, die wäre jetzt schon vorbei. Hello! 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 Und ein großes Applaus für die, die sich hier vor die Türe wagen. Amtsbürgermeister Thomas Willwehr, unsere Kämmerin, unsere Bauamtsleiterin, eine Abordnung sondergleichen. Dankeschön. Das ist ein Augenblick. Und ich sehe hier etwas für alle. Das ist bekannt. Nicht nur für die, die auf der Treppe hier stehen. Großgemeinde der Vorstand trinkt. Wir fliegen frei, die Löcher aus dem Kiesel, denn nun geht sie los, unsere Polonaise vom Blankenese bis hinter Wuppertal. Habt ihr nur euer Fläschchen? Auf den 11.11. hier in Dahme. Klein, aber fein. Prost! Nicht nehmen.
Faschingstermin im nächsten Jahr. 11. Ja, nicht so fordernd. 11. und 12. Februar in der Sportwelt. Hello. Hello. Bist du dabei? Nö. Nee. Und wann ist immer das erste Mal? Sehen, so bekloppt wie ich bin. Komm mal jetzt her.